Hallo liebe Leute, in unserer Serie über Vorträge aus unserem 4P-Klimasymposium hören wir heute den Vortrag von Professor Emeritus Dr. Dr. H.C. Mult, Hans-Werner Sinn aus München. Unser Symposium fand statt am 13. und 14. Mai 2022 in Konstanz und es ging um eine ganzheitliche Analyse oder Betrachtung des Klimaproblems unter Einbeziehung anderer Probleme wie der Energieversorgung, der Bevölkerungsdynamik oder der wirtschaftlichen Folgen der Energiewende. Und genau um diese wirtschaftlichen Folgen, darum geht es in dem Vortrag von Hans-Werner Sinn. Ja, vielen Dank, Herr Galte, für meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einleitung hier zu Ihrer Veranstaltung. Der Vortrag, den ich gerade habe mithören können von Axel Ockenfeld, sagt eigentlich schon alles und ich könnte jetzt auch wieder gehen. Aber da Herr Galte darauf besteht, dass ich dasselbe nochmal sage, versuche ich hier mein Bestes. Naja, so ganz identisch ist es auch nicht, aber es gibt viele Überlappungen, wie Sie sehen werden. Also, es geht um die globale Energiewende und da kann man natürlich viel dazu sagen. Ich konzentriere mich auf 6 große Probleme, die ich hier sehe, denn es macht ja keinen Sinn zu lobhudeln und das Grundsätzliche, das ist alles 1000-mal gesagt worden, sondern ich lege meinen Finger ein bisschen in die Wunde und versuche klarzumachen, wo ich das Gefühl habe, dass das so nicht funktioniert. Und da überlappe ich mich tatsächlich mit meinem Vorredner. Also das erste Problem ist der Pariser Vertrag. Das ist das, was vorhin schon gesagt wurde. In Paris akzeptierte nur eine kleine Minderheit von 61 der 191 Unterzeichner eine verbindliche quantitative Emissionsbeschränkung. Und das ist doch sehr wenig. Und bei den 191 Unterzeichnern sind die 27 bzw. damals noch 28 EU-Länder einzeln gezählt. Nicht? Sonst wären es ja noch weniger. Und für die EU gibt es im Grunde eine Unterschrift. Dann für die ganzen sind aber hier die Einzelländer gezählt. China und Indien machen nicht mit. Die beiden größten Länder der Erde. Und sie bauen derzeit an Hunderten von Kohlekraftwerken, um ihren Wirtschaftsaufschwung zu ermöglichen. Und da kommt so viel CO2 in die Luft, dass wir da kaum gegenhalten können, wenn die nicht mitmachen. China zum Beispiel emittiert heute schon mehr CO2 als alle entwickelten Länder der Erde, alle OECD-Länder zusammengenommen. Nur dieses eine China. Und andere, die hier unterzeichnet haben und sich verpflichtet haben, einzuschränken, meinen das auch nicht so wirklich ernst. Zum Beispiel haben die Amerikaner ja unterzeichnet, aber am 11. August 2021 hat die Biden-Regierung interveniert bei der OPEC, insbesondere bei den arabischen Ländern, und hat verlangt, dass sie ihre Ölproduktion erhöhen. Nach außen hin proklamiert man den Klimawandel. In Wahrheit ist man sehr abhängig von dem billigen Öl und weiß gar nicht, wie man ohne das agieren kann. Also fast alle Länder haben unterschrieben, aber wir haben ja 220 Länder, also 191 Länder haben unterschrieben von den 220, die die Welt hat. Und von denen wiederum, die meisten haben nur unterschrieben, dass die 61 sich anstrengen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und letztlich dadurch die Brennstoffe für sie freizugeben. Das ist ja was ganz anderes als eine Kooperationsvereinbarung, die auf Reziprozität basiert, wie wir das vorhin gehört haben. Ich zeige Ihnen hier mal, was das für die CO2-Emissionen bedeutet. Also die grünen Länder in diesem Sinne, dass sie sich selber zu quantitativen Mengenbeschränkungen in Paris verpflichtet haben, die 61 sind verantwortlich für ein Drittel des CO2-Ausstoßes der Welt, 34,5%.
Wer ist denn nicht dabei und wer ist dabei? Also nicht dabei ist erstmal China. Dabei sind nominell die USA mit der Einschränkung, die ich gebracht habe, die 27 EU-Länder, Russland, Japan, Kanada, wobei das bei Russland ja auch nicht ganz klar ist, was sie da wirklich meinen, Indonesien, Saudi-Arabien, wundert nicht, Südkorea, Industrieland, Iran, die internationale Schifffahrt und Indien ist insbesondere nicht dabei. Und dann gibt es noch viele kleine Länder, die man nicht jetzt hier im Einzelnen aufführen kann. Die sind zum Teil dabei, zum größeren Teil nicht dabei. Nur, dass wir mal ein Gefühl kriegen für die Größenordnung und wissen, worüber wir hier überhaupt reden. Und bei den 27 EU-Ländern ist es so, dass Deutschland hier das größte Land ist. Weltweit 1,8% tragen wir zum CO2-Ausstoß bei, Italien 0,8, Polen auch 0,8 und Frankreich auch nochmal 0,8. Und dann kommen hier mit dem grauen Zwackel daneben die anderen Länder. Also wir sind weit weg von dem Klimaclub und von einer irgendwie tragfähigen Kooperationsvereinbarung. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass im Überschwang der Gefühle und auch der sozialen, moralischen Verantwortung, die wir Deutschen hier insbesondere empfunden haben, letztlich utopische Ziele festgelegt wurden, die, dafür wette ich mein letztes Hemd, auch nicht annähernd erreicht werden können. Was haben wir denn beschlossen? Nun, wir wollen die CO2-Emissionen von 100% auf null reduzieren. 100% ist im Jahre 1990. Da war nämlich der eiserne Vorhang gefallen. Und hier am rechten Bildrand wollen wir auf null gehen bis 2050. Konkret haben wir uns dann sogar Zwischenziele gesetzt. Das Kyoto-Ziel für 2020 ist eine Reduktion um 20% für die EU-Länder insgesamt. Und Deutschland hat sich ein nationales Ziel gesetzt, um 40% zu reduzieren. Und was wurde erreicht? Ja, das sieht schon ganz gut aus. Die EU hat ihr Ziel erreicht und Deutschland hat das Ziel auch gerade erreicht. Jetzt muss man aber sagen, der letzte Abschwung ist Corona-bedingt. Ohne Corona wäre das ja nicht gewesen. Und ohne den Untergang der schmutzigen Industrien der DDR, die ja auch noch da drin sind, wäre es auch nicht gegangen. Also die low-hanging fruits, die haben wir jetzt alle gepflückt. Und die mühsameren Teile, die höheren Früchte, die kommen ja jetzt erst noch. Das wird sehr, sehr schwierig. Jetzt wollen wir bis 2030 in der EU um 55% runter und Deutschland um 65%. Deutschland hat hier so ziemlich das ehrgeizigste Klimaziel. Und da Deutschland schon mal der größte Teil der EU ist, ist das der Hauptgrund dafür, dass die EU runtergeht, nicht? Und dann wollen wir... Dann haben wir in der gleichen Zeit ja auch noch den Atomausstieg. Dieses Jahr soll, immer noch ist das die Beschlusslage, sollen die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Letztes Jahr sind schon drei abgeschaltet worden. Ich glaube nicht, dass das passieren wird übrigens. Wir werden uns am Ende des Jahres nochmal wiedersehen bei dem Thema. Aber im Moment ist das die Beschlusslage. Und trotzdem will man dann so weit runter. Dann muss man ja im restlichen Bereich umso stärker runter. Und dann will die EU eben um 100% runter bis 2050 und Deutschland will bis 2044 schon um 88% runter und 2045 um 100%. Ich finde das für absolut utopisch und ich finde es schade, wenn man sich so utopische Ziele setzt, weil wenn die Leute dann merken, dass man das ja nicht erreichen kann, dann werden sie sich frustriert möglicherweise abwenden. Also Ziele müssen schon irgendwie auch realistisch sein. Dass das utopisch ist, das wird vielleicht klar, wenn wir uns den Energiemix mal anschauen, für die OECD, die EU und auch für Deutschland. Die OECD-Länder, also die Industrieländer der Welt, verbrauchen oder beziehen ihre Energie zu einem Drittel aus Mineralöl, einem knappen Drittel aus Gas,
knapp 7% aus der Biomasse, sprich die heizen mit Holz. Und wie früher viele es gemacht haben, Wind und Solar liegt bei 2,6%. Ich muss betonen, das ist der Primärenergieverbrauch. Das ist ja noch nicht der Endenergieverbrauch. Das hat dann mit Wirkungsgraden zu tun. Also ein bisschen addiert man immer bei diesen Statistiken Äpfel und Birnen. Darauf komme ich gleich noch. Wasserkraft 2,6. Alle Erneuerbaren liegen bei 12,5% in der OECD. Dann kommt hier Kohle noch und Kernenergie mit knapp 10% in der OECD. Das gleiche Diagramm kann man jetzt für die EU aufzeichnen. Das sehen Sie hier. Das ist kaum unterschiedlich. Nur, dass die Kernenergie ein bisschen mehr ist, weil Frankreich dabei ist. Statt 10% haben wir 14%. Wind und Solar ist auch ein bisschen mehr, weil Deutschland dabei ist. Und Gas ist insgesamt etwas weniger als bei den OECD-Ländern. Mineralölanteil ist derselbe, praktisch. Ein Drittel. Und jetzt Deutschland. Wieder sieht das Diagramm ähnlich aus, aber nicht ganz. Kernenergie ist weniger, das sind die drei Kernkraftwerke. Ja gut, das ist 2020, das waren die 6 Kernkraftwerke, die wir da noch hatten. Und die sollen ja abgeschaltet werden. Und wir haben hier Wind- und Solarenergie 5,5%. Viele denken ja, Wind und Solar ist ja eher 55% als 5,5%, aber das bezieht sich dann immer auf den Strom. Hier geht es aber nicht um Strom, sondern um die gesamte Energie. Und das meiste geht ja gar nicht, ein Fünftel der gesamten Energie geht ja nur in den Strom. Das meiste ist ja die Prozesswärme der Industrie, das Heizen der Häuser und so weiter. Der Strom ist ja nur, kommt ja unter ferner Liefen. Und da haben wir dann hohe Prozentsätze, aber nicht übers Ganze. Ja, jetzt kommt das Thema Russland, bei der Gelegenheit auch noch mal kurz hier angesprochen. Wie abhängig sind wir denn von Russland bei diesen Energielieferungen? Naja, von den Russen kriegen wir Steinkohle, Braunkohle nicht, die haben wir selber. Und von dieser Steinkohle kommt knapp die Hälfte aus Russland. Dann Mineralöl kriegen wir aus Russland und davon kommt dann ungefähr ein Drittel, was ich hier mit den russischen mit der russischen Flagge sozusagen darstelle, aus Russland. Und von dem Gas kommt knapp, also gut die Hälfte aus Russland, also jedenfalls noch 2020. Wir sind ja dabei, das jetzt zu reduzieren. Neuere Daten gibt es nicht. Wir sind jetzt schon in 2022. Wenn der liebe Gott mir helfen würde, könnte ich Ihnen eine Statistik über 2022 geben. Es gibt noch nicht mal eine für 2021. So, und das ist schon viel. 30% der in Deutschland verbrauchten Primärenergie stammt aus Russland. Und selbst wenn man jetzt einen Wirkungsgrad von der Hälfte, 50% oder so ansetzt, dann bedeutet das, dass man daraus dreimal so viel Strom machen kann, wie derzeit aus der Windenergie und den photovoltaischen Anlagen kommt. Wobei noch nicht berücksichtigt ist, dass der Strom aus diesen Anlagen wegen seiner Volatilität und seiner Nichtsteuerbarkeit ziemlich minderwertig ist. Nicht? Das ist ein anderes Thema. Man kann eigentlich nicht Kilowattstunde gleich Kilowattstunde hier setzen. Das zeigt, wie groß das Problem ist, was wir haben. Also die Vorstellung, wir könnten jetzt hier mit den Wind- und Solarzwackel da unten schnell so ausdehnen, dass wir den ganzen Rest, der da aus Russland kommt, ersetzen, ist abwegig. Also bis dahin ist der Krieg dreimal, viermal zu Ende, solange er dauern wird, mag. Nicht? Das geht gar nicht. Wir haben ja so fürchterlich viel Kraft schon investiert, insbesondere in diese Windanlagen. Die deutschen Landschaften sind ja übersät mit Windanlagen. Dafür haben wir viele Jahre gebraucht. Und die wenigen Jahre, die uns bis 2045 bleiben, sind ja nur noch 23 Jahre. Also ist gar nicht vorstellbar, dass das in irgendeiner Weise gelingen kann. Man muss da gar nicht im Einzelnen rechnen. Das geht nur über Propagandamedien. Die können den Eindruck vermitteln.
Jetzt wollen wir eben auch noch gerade aus der Atomkraft raus. Ja? Wir wollen aus der Atomkraft raus und aus der Kohle raus. Und das sind die beiden einzigen Energiequellen, die uns autark machen und uns unabhängig machen von Russland. Das kommt ja jetzt erschwerend da hinzu. Und Atomenergie ist ja nun mal grün und CO2-frei. Wir Deutschen, uns sträuben sich die Nackenhaare, jedenfalls wenn wir grün sind, dass das als grün bezeichnet wird, ist aber offiziell inzwischen. Ja, die EU hat die Atomenergie offiziell als grüne Energie klassifiziert und das hat gewaltige rechtliche Implikationen, weil in Zukunft die grüne Energie, Atomenergie aus Frankreich alle Privilegien bekommen muss, sonst verletzt man das Wettbewerbsrecht, die hier andere grüne Energiequellen in Deutschland bekommen. Ja, wer macht denn noch mit beim Atomausstieg? Wie sieht denn das überhaupt aus? Also, so viele Atomkraftwerke haben wir heute in der Welt, 437, an der Spitze die USA, dann kommt schon Frankreich und dann fast genauso hoch China. Und Deutschland ist da unten gelb gezeichnet, das sind jetzt noch die drei. Das ist also eine ganz aktuelle Grafik. Und es kommen ja noch welche hinzu, Neubauten sind in vielen Ländern im Gange. 55 derzeit und Planungen gibt es nochmal für 96 und Vorplanungen gibt es nochmal für 350. Dazu gehören auch die 14 neuen Atomkraftwerke, die Emmanuel Macron jetzt verkündet hat, die er sozusagen als Wahlprogramm der Bevölkerung vorgestellt hat und für die er gewählt worden ist. Und die werden kommen. Es werden allerdings auch, also Macron redet von einer Renaissance der französischen Atomkraft. Es werden allerdings auch welche abgeschaltet. Das sind die, die ich hier eingekreiselt habe. Und wenn Sie netto schauen, was hier passiert, dann sehen Sie eigentlich nur ein einziges Land, das alle abschaltet, das ist nämlich Deutschland. Selbst Belgien hat sich verabschiedet vom Ausstieg. Und Schweden, das nach Harrisburg das allererste Land war, das beschlossen hatte, aus der Atomkraft auszusteigen, ist schon lange wieder drin. Es gibt aus dem Jahr 2016 einen Grundsatzbeschluss der politischen Parteien Schwedens, dass sie die Atomkraftwerke halten, die sie haben, und gegebenenfalls reparieren, wenn sie kaputt gehen. Schweden hat 6, nur so viel. Und so wie Schweden aus dem Ausstieg ausgestiegen ist, sind auch andere temporäre Ausstiegsländer aus dem Ausstieg ausgeschieden und dieses Jahr wird auch Deutschland aus dem Ausstieg ausscheiden, behaupte ich mal. Na gut, mit 90% Wahrscheinlichkeit wird die Rationalität obsiegen, will ich mal sagen. Mit 10% Wahrscheinlichkeit die Ideologie. Also wir sind der Geisterfahrer auf der Autobahn. Und alle anderen fahren falsch, wir sind die Einzigen, die richtig fahren. Und die anderen machen irgendwas falsch. Aber es ist dann eben vielleicht doch nicht so. Wir sind gut darin, als Deutsche immer das Gefühl zu haben, wir seien an der Spitze der Bewegung. Und vielleicht sollte man sich mal umgucken, um zu gucken, ob überhaupt andere hinterherkommen. Das dritte Problem ist, dass der Wind- und Sonnenstrom viel zu volatil ist, um eine preisgünstige Vollversorgung zu gewährleisten. In einem Industrieland wie Deutschland ist es im Grunde eine Strategie, die schnell an Grenzen stößt. Und warum? Das will ich Ihnen mal zeigen. Das sind zwei Kurven, die stündliche Werte angeben, über das ganze Jahr, also 8700 Stunden sind dargestellt. Und die untere Kurve ist die Produktion an Wind- und Sonnenstrom, die weiße. Und die gelbe Kurve oben ist der Verbrauch an Strom. Der Physiker sagt dazu Last. Verstehe ich irgendwie nicht den Begriff, aber ist so. Also wir sagen Nachfrage oder Verbrauch dazu.
Und die Differenz zwischen beiden, die ist offen, weil die Kurven nicht korreliert sind, nicht gut korreliert sind, ist offenbar auch sehr volatil. Und was muss geschehen? Die Differenz wird gefüllt durch die konventionellen Anlagen. Nicht? Wenn die Differenz größer wird, dann produzieren die mehr. Und wenn die Differenz kleiner wird, produzieren die weniger. Und wenn Sie mal genau schauen hier, sehen Sie, dass wir doch häufig in der Nähe der Nulllinie liegen. Das sind die berühmten Dunkelflauten, wo dann kein Wind ist und keine Sonne scheint. Und auch dann muss ja die Vollversorgung gewährleistet sein. Weil wir ja keine, also die paar Speicher, die Pumpspeicher, die sind nach 20 Minuten leer. Also die können Sie vergessen. Wir haben keine Speichermöglichkeiten. Und deswegen wird das Ganze abpuffern dieser Volatilität durch konventionelle Anlagen geleistet, die gegenläufig variiert werden zu dem Wind- und Sonnenstrom. Und ab und zu in der Dunkelflaute müssen die fast 100% der gesamten Versorgung sicherstellen. Das heißt mit anderen Worten, man glaube nicht, wenn wir jetzt in die grüne Energie gehen, wir könnten dadurch konventionelle Anlagen außer Betrieb nehmen. Keine einzige können wir außer Betrieb nehmen. Wir können sie nur temporär nicht laufen lassen, aber als die Anlagen als solche müssen da stehen bleiben, die Mannschaft muss bezahlt werden, damit sie Gewehr bei Fuß sind und sofort einspringen können, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Nicht? Also das sind praktisch dann doppelte Fixkosten, die wir haben. Das wissen viele nicht. Wir wollen ja jetzt die Heizungen mit Wärmepumpen machen bei den Häusern. Wir wollen die Autos elektrisch fahren. Dann brauchen wir ja das 2-, 3-, 4-fache an Strom von dem, was wir heute haben. Dann brauchen wir auch das 2-, 3-, 4-fache an konventionellen Anlagen, um die Dunkelflauten abzudecken. Viele denken, wir könnten so in die grüne Energie gehen und die konventionellen Anlagen so langsam verschwinden lassen. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Wir können die Kohle ersetzen, wir können das Gas ersetzen, wenn der Wind weht, aber nicht die Anlagen als solche. Die müssen da stehen bleiben, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Das ist ein ganz trivialer Fakt, aber wird wenig darüber berichtet in der Presse. Man rechnet immer so Kilowattstunden pro Jahr insgesamt und dann fällt aber diese ganze Stochastik weg, die ja doch der Kern des Problems ist. Darstellt. Und es gibt nicht nur das Problem, dass die Zacken nach unten gehen, es gibt auch das Problem, dass die Zacken nach oben gehen. Denn wenn Sie hier mal schauen, sehen Sie, dass wir im Jahre 2019, also kurz vor der Corona-Krise, und insofern ist das, glaube ich, noch ein recht sinnvolles Bild, ja? Da brach ja alles zusammen, auch der Stromverbrauch in der Krise. Da sehen Sie, dass die weißen Zacken die gelben Zacken berühren. Also Stalagmiten und Stalaktiten berühren sich und überlappen sich sogar. Und wenn sie sich überlappen, haben wir ein Problem. Dann muss nämlich dann können die überschießenden Stromspitzen ja nicht verwendet werden. Denn die konventionellen Anlagen kann ich zwar auf Null runterfahren, aber nicht in den negativen Bereich. Ich kann nun mal aus grünem Strom keine Kohle machen. Nicht? Wenn ich also diesen Strom in ein Kohlekraftwerk reinleite. Das ist ein ganz trivialer Punkt, aber ein wichtiger Punkt, weil es bedeutet, dass wir hier nicht wissen, was wir damit machen sollen. Diese überschießenden Spitzen haben dazu geführt, dass wir im letzten Jahr, im vorletzten Jahr 2020, 308 Stunden hatten mit negativem Strompreis. Und es waren noch nicht mal direkt überschießende Spitzen, auch wenn die konventionellen Anlagen nicht schnell genug runtergingen, hatten wir einen Überschuss an Strom, wo wir nicht wussten, was wir damit machen sollten. Dann haben wir gebettelt bei den Nachbarn, dass sie doch bitte diesen Strom nehmen. Die haben mal gesagt, wir haben die gleichen Wetterbedingungen wie ihr, wir brauchen den Strom jetzt nicht. Und die gleiche Tageszeit von unserem Verbrauch, also behaltet ihn bitte selber. Und dann haben wir sie bezahlt dafür, dass sie uns den Strom abnehmen. Und dieses Problem ist jetzt schon da und es wird viel, viel größer. Das ist jetzt da bei einem Marktanteil des Wind- und photovoltaischen Stroms von 30%. Das Diagramm für 2019, 30%. Gedankenexperiment, wir verdoppeln mal den Anteil auf 60%.
Wir stellen neben jeden Windflügel noch einen anderen. Ungefähr die gleiche Lage, perfekte Korrelation mal unterstellt. Das ist dann ja auch ungefähr so. Und neben jedes Hausdach, das schon Solarpanelen hat, machen wir ein zweites Hausdach noch mit Solarpanelen. Dann multipliziert sich diese weiße Kurve genau auf das Doppelte. Dann sieht es so aus. Sie sehen, jetzt haben wir schon riesige überschießende Spitzen, ein Dauerproblem und wir wissen nicht, wohin damit. Wir haben also das Dunkelflautenproblem, wenn es nach unten geht, und die überschießenden Spitzen nach oben, wo wir nicht recht wissen, wie wir die speichern sollen und was wir damit machen sollen. Wir können abschalten, wir können sozusagen den Strom verklappen oder wir können Tauchsieder in die Elbe setzen, um den Strom loszuwerden oder irgendwas. Aber wir richtig sinnvoll verwenden, ist schwierig. Ich schließe daraus, dieser deutsche Weg beinhaltet eine Dreifachstruktur der grünen Energieversorgung. Erstmal brauchen wir Wind- und Sonnenstrom. Das ist ja immer das, was propagiert wird. Zweitens brauchen wir die konventionellen Anlagen. Und weil Atom abgeschaltet wird und Kohle auch abgeschaltet werden soll, ist das dann ja Erdgas als Lückenbüßer, um die gegenläufige Variation hinzukriegen und auch mal gegebenenfalls alles zu liefern, was die Wirtschaft gerade mal so braucht, wenn keine Sonne scheint. Aber nicht nur das, wir brauchen auch noch Speicher für die überschießenden Spitzen. Wir müssen irgendwie eine Technik finden, um das zu speichern. Jetzt kann man sagen, ja, haben wir doch. Lithium-Ionen-Speicher funktionieren doch in Autos, aber ich sage Ihnen, das ist ja ein klitzekleines bisschen und sehr teuer. Es gibt eine Studie der ACATEC, der Leopoldina und der Union der Akademien der Wissenschaften in Deutschland, wo ein vernichtendes Urteil gegenüber dieser Vorstellung ausgesprochen wird, dass man mit Batterien diese Mengen hier abspeichern könnte. Das geht gar nicht. Das ist um 2/10 Potenzen zu teuer. Und selbst wenn da gewaltiger technischer Fortschritt kommt, bleibt es zu teuer. Es geht ja auch bei diesen Schwankungen nicht nur um das Hin und Her innerhalb eines Tages. Das könnte man auch abspeichern in so einer Batterie innerhalb einer Woche. Nein, es geht um saisonale Schwankungen. Wenn Sie alle Volatilität abspeichern wollten, die jetzt in den grünen Anlagen liegt, und in ideale Speicher, das können wir mal ausrechnen, ne? Dann wären die Speicher voll im September und leer im März. Das heißt also, Sie brauchen etwas, was über den ganzen Winter über diesen Überschuss aus dem Sommer rettet. Die Italiener haben drumherum den Wärmespeicher Mittelmeer, das macht schon viel und gleicht das Klima aus, aber wir haben das nicht. Und das technisch herzustellen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Selbst wenn man alle Pumpspeicherwerke bauen würde, die in einem großen EU-Projekt, das E-Storage-Projekt, als möglich erachtet wurden, geologisch möglich, dann und man wollte keine überschießenden Spitzen wegwerfen, wenn das die Bedingung wäre, konjunktiv, dann käme man auf einen Marktanteil an Wind- und Sonnenstrom von gerade mal 50%, den man sich leisten könnte. Wenn man darüber hinausgeht, hat man ein unlösbares Speicherproblem. Beziehungsweise man muss dann das sogenannte Curtailing machen. Man muss einfach darauf verzichten, diesen Strom irgendwie zu verwenden. Oder man bezahlt die Windkraftbetreiber dafür, dass sie ihre Windflügel stillstellen. Häufig sieht man ja, dass die gar nicht laufen. Die sind nicht kaputt, sondern die werden dafür bezahlt, jetzt aufzuhören, so als würden sie noch liefern, weil man den Strom nicht gebrauchen kann. Und das wird ein riesiges Problem. Worauf läuft das alles hinaus? Viele sagen, wir werden jetzt also vielleicht Wasserstoff draus machen können. Wir können ja mit Strom über die Elektrolyse Wasserstoff machen. Dann bauen wir eine Wasserstoffwirtschaft aus. Das ist gut. Wasserstoff ist ein wunderschöner Stoff, kann man viel mitmachen. Nur ist es sehr ineffizient, weil man die Entropiestufen wechselt und bei der Schleife vom Strom über Wasserstoff zurück zum Strom hat man am bestenfalls noch ein Viertel übrig. Nicht? Das macht es also auch sehr teuer.
Und es kommt auch hinzu, dass diese Elektrolyseure auch einen kontinuierlichen Strom brauchen. Die können auch nicht ab und zu mal eine Spitze da verwerten. Das geht schon mal gar nicht richtig gut. Dann würde man wieder Zwischenspeicher brauchen, damit die funktionieren. Also rein technisch ist es kaum möglich, diese stochastischen Spitzen, die da kommen, in Wasserstoff zu verwenden. Also das wird auch alles nicht passieren. Was passieren wird, ist, dass Frankreich uns helfen wird. Frankreich weiß ja schon, was die Deutschen vorhaben, baut jetzt die Atomkraftwerke, baut neue Elektrolyseure und wird mit dem kontinuierlichen Atomstrom uns beliefern und die Lücken füllen. Und wenn dann außerdem noch ein Problem der überschießenden Spitzen ist, ja, das können Sie natürlich nicht lösen, aber Sie werden, wenn wir Wasserstoff haben wollen, weil wir das so gut finden, dann auch den Wasserstoff liefern. Dann können wir unsere Autos fahren mit französischem Wasserstoff aus Kernreaktoren. Das wird die Lösung sein in Europa. Und ich wiederhole, nichts von dem, was die Deutschen sich erträumen, was sie da tun könnten, wird rechtlich umsetzbar sein in Europa, weil der Wasserstoff aus Frankreich nun mal grün ist. Das ist eine Definitionsfrage und die Definition ist schon passiert. Gegen den Widerstand Deutschlands. Die Grünen haben sich weggeduckt und haben gar nichts dazu gesagt, weil sie dann ja verloren hätten in der öffentlichen Meinung. Aber die Entscheidung ist ja nun gefallen. Das heißt, es wird eine Symbiose zwischen Frankreich und Deutschland, kann man ja auch sagen, ist irgendwie gut. Und die Franzosen liefern uns den Puffer Kernenergie, Strom, den man für die grüne Energiewende braucht. Das alles ist aber sehr teuer. Die werden viel Geld verlangen dafür, dass sie das tun. Und diese Dreifachstrukturen, die man hier aufbauen muss, bedeuten eben auch mehrfache Fixkosten. Also mindestens doppelte Fixkosten haben wir, weil wir die konventionellen Anlagen ja weiter brauchen. Die variablen Kosten aus dem Materialverbrauch, die kann man einsparen, aber nicht die hohen Fixkosten. Und das macht dann eben auch hohe Strompreise. Kein Wunder, dass Deutschland die höchsten Strompreise der Welt hatte im Jahr 2020. Im Jahr 2021 sind wir jetzt zum Glück nicht mehr an der Spitze, sondern da ist Dänemark. Also Dänemark und Deutschland haben sich immer so ein bisschen abgewechselt an der Spitze, weil die haben ja auch ähnlich viele Windflügel dort stehen wie wir. Aber wir liegen hier mit den über 30 Cent pro Kilowattstunde an der Spitze der europäischen Länder. Und Sie können das getrost um die ganze Welt erweitern, mal abgesehen von irgendwelchen Inseln, wo es ja gar nicht geht, Strom zu produzieren. Bei richtigen Ländern haben wir die höchsten Stromkosten der ganzen Welt mit Dänemark. Das ist eben das Ergebnis. Wenn man das alles doppelt will, bei diesem deutschen Weg, dann hat man eben auch so hohe Kosten. Nun soll das ja versteckt werden. Der Beschluss ist schon gefasst worden. Ab zweiter Jahreshälfte soll das runtersubventioniert werden. Dann sieht man das nicht mehr. Es ist aber noch genauso teuer wie vorher. Letztlich ist es egal, ob wir jetzt die Einkommensteuer zahlen, die verwendet wird hierfür, oder ob wir einen Strompreis zahlen. Es wird sehr teuer und es geht zulasten des Lebensstandards der Deutschen. Das vierte Problem ist die Art, wie wir vorgehen. Wir machen das nicht so, wie Axel Ockenfeld sagte, dass wir einen Preis setzen für CO2 und dann können sich die Vermeider überlegen, ob sie lieber den Preis zahlen oder lieber Vermeidungsaktivitäten machen. Wir vertrauen also nicht auf die Effizienzwirkung des einheitlichen Preises. Sondern es wird angeordnet. So sind wir ja in Brüssel allemal und auch in Deutschland zunehmend. Ein Missstand. Was macht man dagegen? Man ordnet an das richtige Verhalten. Also wenn wir das so weitermachen, dann haben wir die Marktwirtschaft eines Tages abgeschafft, weil es gibt viele Missstände. Und so geht man auch bei den Autos vor. Insbesondere die CO2-Verordnungen, die hier gekommen sind von der EU, haben es schon in sich. Ich zeige Ihnen mal, was die implizieren für den CO2-Ausstoß von Autos. Im Jahre 2015
war die Vorgabe so und so viel Gramm CO2 pro 100 Kilometer, das waren 135 Gramm, dass quasi ein Auto mit 5 Liter Dieseläquivalenten fahren musste im Durchschnitt einer Flotte. Ich drücke alles in Dieseläquivalenten aus, obwohl es ja auch Benziner gibt und so weiter. 2021 sind es 3,5 Liter Dieseläquivalente. 2030 war es nach der EU-Verordnung des Jahres 2018 nur noch 2,2 Liter. Und das war der Knockout der deutschen Automobilindustrie, jedenfalls der traditionellen. Weil solche Autos kann man nun mal nicht produzieren. Es ist völlig unmöglich. Autos, wo man sich reinsetzen will und einigermaßen sicher fahren will, mit 2,2 Liter Dieseläquivalent zu machen. Und als hätte das nicht gereicht, haben die Europäer dann auch noch den Green Deal hinterhergeschoben des Jahres 2020. Und jetzt muss man mit 1,8 Liter Dieseläquivalenten auskommen. Die Idee ist, nein, ihr sollt das ja nicht über die Verbrennungsmotoren machen. Wir wissen schon, dass das nicht geht. Ihr müsst halt Elektroautos bauen in der Flotte. Und wenn ihr jetzt 2/3 Elektroautos habt, dann werden aus den 1,8 Litern irgendwas zwischen 5 und 6 Liter. Das geht vielleicht, solche Autos zu produzieren. Und die Elektroautos sind ja CO2-frei, wie wir wissen. Natürlich sind sie es nicht, denn der Strom muss ja auch produziert werden und der wird nun mal nicht überwiegend grün produziert, sondern mit viel Steinkohle und anderen fossilen Brennstoffen und der Auspuff liegt eben einfach nur ein bisschen weiter im Kraftwerk. Nicht? Also diese Aussage der EU, dass Elektroautos einen CO2-Ausstoß von null haben, ist eine Mogelei. Ich will jetzt nicht zu sehr moralisieren, aber es liegt einfach auf der Hand, das mal mit der Mogelei der Dieselmotorhersteller zu vergleichen. Also es liegt auch nicht auf einer anderen Ebene. Ob jetzt der private Unternehmer mogelt mit seiner Abschaltvorrichtung oder ob das EU-Parlament und die Kommission mogeln, es ist in beiden Fällen eine Mogelei. Der eine mogelt in diese Richtung, der andere mogelt in die Richtung. Und die Konsequenzen für die deutsche Industrie sind verheerend. Verheerend. Ich zeige Ihnen hier, wie sich die Produktion im verarbeitenden Gewerbe entwickelt hat seit dem Jahre 2000. Der Punkt ist verschiedene Kurven, die ich zeige, gleich, immer gleich 100 gesetzt. Und Sie sehen hier erst einmal die Welt und hier die EU und hier Deutschland und hier die USA. Und hier die Schwellenländer speziell. Was hier auffällt ist, dass die deutsche Kurve anfangs zu Optimismus Anlass gab. Also als die Finanzkrise ausbrach, sind wir sehr schnell rausgekommen aus dem Tief, das wir hatten. Wir haben eine günstigere Entwicklung gehabt als die USA oder auch andere EU-Länder. Aber seit 2018 ist der Wurm da drin. Da geht es nach unten. Dann kommt der Einbruch durch Corona, der wird dann wieder wettgemacht. Aber wenn Sie das mal hier sich anschauen, dann ist es ein klar nach unten gerichteter Trend seit 2018. Und dahinter steht der Niedergang der deutschen Automobilindustrie, denn der Fahrzeugbau hat sich glatt halbiert in dieser Zeit. Und da hängt unglaublich viel dran. Die deutsche Industrie ist durch diese Beschlüsse des Jahres 2018 herzkrank geworden. Natürlich kommen jetzt die Elektroautos, die sollen das ausgleichen, tun sie aber bislang nicht, denn Elektroautos können die anderen auch herstellen. Die Domäne der Deutschen war speziell mit diesen ganzen Metalllegierungen, die wir beherrschen, so einen komplizierten Dieselmotor herzustellen. Das haben andere eben nicht geschafft. Und deswegen glaube ich auch, die CO2-Verordnung der EU hat nichts mit Umweltzielen zu tun. Es ist im Wesentlichen eine industriepolitische Maßnahme der EU. Um mal die Verhältnisse ein bisschen zurechtzurücken in Europa. Dass dann auch gutgläubige Grüne da mit abgestimmt haben, das ist wohl wahr, aber die treibende Kraft war ganz woanders. Fünftes Problem. Die Elektroautos sind nicht nur
so günstig, dass sie mit null CO2-Ausstoß arbeiten, sondern derzeit beim deutschen Energiemix sind sie noch gar nicht besser. Das wird zwar immer behauptet, aber ich verweise hier mal auf eine Studie, die von der österreichischen Forschungseinheit Joanneum Research in Graz gemacht wurde für den ADAC und den österreichischen Automobilclub. Und die haben Autos wirklich fahren lassen, und zwar einen Golf Diesel und einen E-Golf. Und haben geguckt, was die verbrauchen, und haben dann ausgerechnet, was für den Energiemix der EU und auch den Energiemix Deutschlands das an CO2-Ausstoß bedeuten würde. Außerdem sind sie den Batterien nachgegangen, die eben CO2-intensiv in China produziert werden, und haben das umgerechnet in die laufenden Kilometer, nicht? Also da kommt so ein schwerer CO2-Rucksack. Und in diesem Diagramm zeige ich Ihnen mal, wie die Tonnen CO2 über die Lebenszeit eines Autos, hier die Einheiten sind jeweils 1000 Kilometer an der Abszisse, wie die sich ändern. Wenn das Dieselauto noch nicht fährt, sondern nur hingestellt wird, ist da schon ein gewisser CO2-Ausstoß gewesen bei der Herstellung dieses Dieselautos. Aber das E-Auto hat diesen schweren CO2-Rucksack wegen der Batterie und hat schon so viel CO2-Ausstoß. Im laufenden Fahrbetrieb ist das E-Auto günstiger, trotz der fossilen Brennstoffe bei der Stromherstellung. Da entsteht jetzt also eine Kurve, die relativ flach ist im Vergleich zu der anderen, aber sie fängt höher an. Und die Frage ist, wo ist der Schnittpunkt? Nun, das sind die Werte, das sind nicht meine Werte. Ich habe das nicht ausgerechnet, sondern das hat eben Joanneum Research ausgerechnet. Lassen wir die Kurve mal laufen, zum Beispiel jetzt mal bis 120.000 Kilometer, weil das in einer anderen Studie als Lebenszeit der Batterie angenommen wurde, aber das ist gar nicht wichtig, weil ich setze das gleich noch fort. Sie sehen, die E-Auto-Kurve ist etwas flacher als die Diesel-Kurve, aber bis dahin kann noch gar nicht die Rede davon sein, dass das E-Auto günstiger wäre. Hier, wenn wir bis 150.000 Kilometer gehen, das ist immer noch nicht der Fall. Das ist übrigens eine Studie, die ich mit dem Physikprofessor aus Jülich, Christoph Buchal, gemacht habe und einem dem Energieexperten des IFO-Instituts, Herrn Karl. Da kamen wir übrigens auf ganz ähnliche Werte. Das sind die jetzt hier aber Joanneum Research ausgerechnet hat. Das sind fast unsere Werte. Wurde verteufelt, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Aber über diese Studie wurde gar nicht berichtet. Unsere Presse, die ja sonst so über alles so berichtet, was grün ist, hat dieses einfach mal so totgeschwiegen, dieses Ergebnis. Und hier, jetzt gehen wir mal auf die durchschnittliche Lebensdauer eines Autos in Deutschland. Das wären 179.000 Kilometer. Da ist immer noch nicht der Schnittpunkt erreicht. Dann gibt es eine VW-Studie, auch zu den gleichen beiden Autos. Die ist so ein bisschen stillschweigend zur Seite gedrückt worden, aber Sie finden sie auf meiner Homepage. Ich habe die einfach da kopiert. Also können Sie suchen, da finden Sie genau, wenn Sie da die Tabellen sich anschauen, mit dem Energiemix für Deutschland, finden Sie genau Werte, die dem hier entsprechen. Auch danach ist es so, dass bei einer Laufzeit von 200.000 Kilometern der E-Golf noch einen Tacken schlechter ist als der Diesel-Golf. Original-VW-Angaben. Die Publikationsabteilung von VW hat das niemals erwähnt. Stattdessen haben sie die gleiche Studie genommen und den europäischen Energiemix genommen. Und da ist bei 200.000 natürlich schon das E-Auto etwas besser, aber beim deutschen Mix nicht. Das steht aber in derselben Studie drin. Wir müssen halt die Tabellen lesen, nicht nur was die Public Relations Profis daraus ziehen. Denn wir wollen ja die Wahrheit und nicht irgendwie eine Meinung. Und die Berechnungsgrenze war hier bei 225.000. Der Schnittpunkt liegt übrigens bei 219.000 dieser Kurven.
also deutlich jenseits der Lebensdauer eines Autos. Naja, vielleicht halten die E-Autos ja viel länger, dann würde der alte Wert dann nicht gelten. Das ist schon irgendwie ernüchternd, nicht? Und zur Vervollständigung kann man hier noch den Benziner einzeichnen. Der hat den Schnittpunkt schon viel früher, weil Benzin dann doch nicht so energieträchtig ist und sehr viel mehr CO2-Ausstoß hat als ein Diesel. Nicht pro Kilogramm, sondern pro relativ zu der Energie, die daraus rausgezogen wird. 6. Problem. Bei den handelbaren Brennstoffen, also Steinkohle, Gas und vor allem Öl, bei den handelbaren fossilen Brennstoffen, Brennstoffe, für die ein Weltmarkt existiert, ja, behaupte ich einmal, ist der europäische Verzicht auf den Verbrauch dieser Brennstoffe nicht nur klein, sondern null. Und Axel Rockenfels hat auch darüber vorhin berichtet, über dieses Problem. Ich will das nochmal jetzt in meinen Worten darstellen, aber mit dem gleichen Inhalt. Teilen wir die Welt mal auf in die Guten und die Bösen. Die Guten sind wir Europäer und Asien und USA sind die Bösen. Also ihr könnt sie auch anders aufteilen, das ist jetzt egal. Dann haben wir noch die Ölproduzenten, die Lagerstätten haben. Und die holen jetzt das Öl aus der Erde, verkaufen das an den Weltmarkt und dann fließt das Öl über Pipelines oder über die Tanker nach Europa oder nach Asien und wird dann verbrannt und dann geht das CO2 in die Atmosphäre. Das ist ja ein einfaches Trivialmodell der Welt, sozusagen. Und Sie werden mir recht geben, viele Leute denken ja, man könnte aus einer gegebenen Menge an Kohlenstoff, also an Erdöl, mehr oder weniger viel CO2 machen. Das geht ja nicht. Das ist ja strikt proportional. Sie können die Maschinen ruhig effizienter machen, sodass sie mehr Mileage kriegen. Das ändert nichts dran, dass eine strikte Proportionalität zwischen dem reingesteckten Kohlenstoff und dem rauskommenden Kohlenstoff besteht. Der verschwindet ja nicht. Der wird zu CO2. Alles wird zu CO2. Auch in schlechten Maschinen wird alles zu CO2. Die Effizienzverbesserungen bestehen darin, dass man durch gute Maschinen eben nicht so viel CO2 hat, dass das unnütz irgendwo rauskommt aus diesen Verbrennungsprozessen. Gut, also was aus der Erde kommt, geht in die Luft. Die paar Lagerstätten können Sie auch vergessen, spielt überhaupt keine Rolle. Alles geht in die Luft. Es hängt also alles nur an den Ölproduzenten. Und was der Rest der Welt macht hier, jedenfalls Teile der Welt, ist vollkommen egal. Wenn das rauskommt aus der Erde, geht es in die Luft und der Klimawandel wird hervorgerufen. Nun sind wir Europäer ja der Meinung, wir sollten also Gutes tun und wir verbrauchen jetzt kein Öl mehr. Eben mit dieser CO2-Verordnung zum Beispiel und anderen Maßnahmen. Damit das nicht in die Luft geht, ist es aber zwingend notwendig, dass wir Tanks bauen, bestenfalls auf europäischem Territorium, die wir dann versiegeln. Und da fließt dann das Öl rein. Wir dürfen also nicht aufhören, Öl zu kaufen und Benzin und Diesel zu kaufen, sondern wir müssen das weiterkaufen und ablagern in den Tanks, damit es nicht verbrannt wird. Dann hat es einen Effekt für das Klima. Aber das macht natürlich keiner. Wir wollen ja auch das Geld sparen hier irgendwie. Und das heißt, dass das Öl, was wir jetzt nicht mehr kaufen, dass das in die anderen Länder fließt und dort verbrannt wird und dort in die Luft geht. Das ist eine ganz triviale Logik, aber sie ist unschlagbar. Das ist einfach so. Ich meine, wir können es noch irgendwo in Löcher stopfen, das CO2, Sequestrierung. Ist ein Thema für sich. Also das akzeptiere ich natürlich noch als möglich, aber vorläufig ist das noch nicht mit der Sequestrierung. Also müssen wir wissen, was die Ölproduzenten machen. Davon hängt alles ab.
ob das irgendeinen Effekt hat. Ich meine, Sie wissen, Deutschland hat nur 1,8% des CO2-Ausstoßes der Welt. Und dann sagen viele, naja, also wenn wir das jetzt einsparen, das hat ja fast keinen Effekt. Aber immerhin ein bisschen, 1,8. Nein, noch nicht mal die 1,8, 0,000. Das ist der Punkt. Also es hängt von den Ölproduzenten ab. Nur wenn wir deren Verhalten verändern können, durch unsere Nachfrageeinschränkung, würde was passieren. Naja, wenn wir weniger kaufen, fallen die Weltmarktpreise, da könnte man jetzt vermuten, dass die dann nicht es attraktiv finden, so viel zu extrahieren. Das wäre also eine Minderproduktion, weil marginale Lagerstätten ausfallen, weil sie nicht mehr rentabel sind. Aber das ist so eine schwierige Geschichte mit den marginalen Lagerstätten bei intertemporal abgebauten Ressourcen. Denn die Kosten der Extraktion bestehen nicht aus den Kosten der Bohrtürme nur, sondern auch aus den Royalties. Das heißt, der Ökonom sagt User Costs dazu. Also wenn ich jetzt Öl aus der Erde hole, sind ein Teil der Kosten, dass ich später nicht mehr rausholen kann aus der Erde. Und das ist ein wesentlicher Teil der Kosten der Ölextraktion. Und diesen Teil nennt man Royalties. Aber die Royalties fallen nicht vom Himmel, sondern die sind endogen. Wenn wir jetzt die Weltmarktpreise drücken, gehen auch die Royalties runter. Sodass also dann dieser Effekt gar nicht klar ist. Es könnte auch noch was anderes rauskommen, eine Mehrproduktion, um den Preisverfall wettzumachen. Diese Ölscheichs haben ihren Hofstaat da, die fahren immer nach München da und gehen da zum Shopping. Ich sehe die immer da, wenn die in München da rumlaufen. Die brauchen ganz viel Geld. Und wenn die jetzt weniger Einnahmen haben, könnte ja auch man geneigt sein, einfach mal ein bisschen mehr zu produzieren, um den Preisverfall durch die Menge auszugleichen. Das wäre dann eine adverse Reaktion. Aber es sind alles nur Hypothesen, die ich jetzt mal hier in den Raum werfe. Wir wissen es einfach nicht so gut, was die machen. Ne? Aber das könnte ja sein. Oder es ist auch möglich, dass eine Mehrproduktion herauskommt, weil man befürchtet, dass wenn erstmal diese grüne Politik angefangen hat, die wird immer heftiger in Zukunft. Die Ölscheichs haben Angst davor, dass ihnen in der Zukunft durch die Grünen die Märkte kaputt gemacht werden. Und als Reaktion extrahieren sie extra schnell heute, bevor jetzt alles grün geworden ist und kaputt ist. Das ist das grüne Paradoxon. Ich weiß nicht, ob Sie es angesprochen haben, aber Sie haben extra gesagt, dass Sie das rausnehmen aus Ihrem Vortrag, wenn ich es richtig verstehe. Herr Ockenfels hat mir ein interessantes Zitat zugespielt vor einiger Zeit von dem Energieminister Vikram Bharat aus Guyana. Guyana ist eine kleine Insel vor Venezuela und da hat man jetzt fast so viel Öl gefunden wie in Venezuela. Die sind natürlich alle happy, aber jetzt kommen die Grünen und sagen, lass das bitte in der Erde. Das können wir gar nicht gebrauchen, weil es in die Luft geht. Und davon hält er nun wiederum gar nichts. Er sagt, ungeachtet des Klimawandels wird unsere Regierung die Chance auf Wohlstand und Erfolg nicht ungenutzt lassen. Welches Industrieland wird das tun? Die Nachfrage für Öl wird nicht ewig so weitergehen, noch 20, vielleicht 30 Jahre. Dann ist Öl womöglich aus der Mode. Wir müssen sicher gehen, dass wir genug aus unseren Ressourcen herausholen in dieser kurzen Zeit. Es ist nur fair, dass wir unser Land entwickeln können, so wie das andere Länder der Welt auch getan haben. Unsere Leute haben auch das Recht, ein besseres Leben zu genießen. Das ist das grüne Paradoxon. Nicht? In Erwartung der Marktvernichtung in der Zukunft extrahiert man heute mehr. Und da gibt es auch andere Beispiele. Nehmen Sie mal Norwegen, die haben ja auf riesigen Ölbeständen gesessen. Eigentlich könnte man doch denken, die sind ja sicher in der Erde, sollen sie doch lassen. Besser können sie ihr Vermögen gar nicht anlegen, als jetzt in der Erde das zu lassen. Tun sie aber nicht, holen alles raus und machen sich einen Sovereign Wealth Fund. Jeder Norweger ist reich, besitzt Hunderttausende, weil eben für die Regierung mit diesen Einnahmen aus dem Ölverkauf das angelegt hat. Aber er wäre ja theoretisch eigentlich noch reicher, wenn man es im Boden ließe, um später das zu verkaufen. Aber das gilt nur dann, wenn man es noch darf und nicht, wenn der Markt kaputt gemacht wird. Also haben die Norweger in Erwartung der grünen Bewegung schnell verkauft. Und nicht nur die Norweger, schauen Sie sich die Deutschen an. Deutschland ist der zweitgrößte Braunkohleproduzent der Welt.
Wie kommt denn das? Hier haben wir den Bestand an Braunkohle in der Erde. Und da sind wir unter ferner Liefen. Da vorne ist USA, Russland, Australien und so weiter. Aber rechts, natürlich mit einer anderen Skala, zeige ich die jährlichen Abbauraten. Und wo sind wir da? Nummer 2 auf der Welt nach China. Wie kommt das? Wir haben so klitzekleine Bestände und sind trotzdem hier Vize-Weltmeister bei der Extraktion, das, was wir jedes Jahr da rausholen aus der Erde. Ja, ist klar, es sind die Grünen. Nicht? Vattenfall hat sich, und die anderen haben sich gedacht, wir wissen ja, was hier abläuft. Wir dürfen das ja bald nicht mehr. Wir müssen also sehen, dass wir vorher so viel rausholen, wie es nur irgend geht. Ja, das ist die Erklärung, meine Erklärung jedenfalls. Vielleicht kann man auch andere Erklärungen finden für dieses Phänomen. Also, um es mal ganz banal zu machen, habe ich dieses Beispiel von dieser Schaukel, wie man sie im Kindergarten findet, am Spielplatz. Ja? Da ist so eine Feder in der Mitte und auf jeder Seite kann so ein Kind sitzen. Die Idee ist, wie kriegt man die Feder nach unten gedrückt? Wenn sie nur links drücken, geht sie rechts hoch. Ist das nicht sehr erfolgreich? Wenn sie rechts drücken, geht sie links hoch. Damit die Feder zusammengedrückt wird, müssen sie an beiden Seiten drücken. Das heißt, alle Länder müssen ihre Nachfrage nach fossilen Brennstoffen einschränken. Erst dann reagieren die Ölscheichs. Behaupte ich einmal. Und diese Behauptung kann ich beweisen. Also wenn alle drücken, geht die Feder nach unten. Und zwar mit diesem Diagramm. Sie sehen hier die Ölpreisentwicklung weltweit seit der zweiten Ölkrise 1982, da war die gerade zu Ende, also die letzten 40 Jahre. Sie sehen, die Preise gehen rauf und runter, hin und her, eine riesige Volatilität. Der Mittelwert ist übrigens auf 100 normiert. Ich mache das deswegen, weil ich die Produktionskurve für das Öl daneben schreibe, die ich auch auf 100 normiere. Die sieht so aus. Und was sehen Sie? Es ist eine absolut stabile Kurve mit völlig vernachlässigbaren, klitzekleinen Schwankungen. Das heißt, wenn irgendwo auf der Welt ein Nachfrageeinbruch ist, weil die Konjunktur im Keller ist und die weniger Öl kaufen, dann geht zwar der Ölpreis runter, aber bei fallendem Ölpreis kaufen andere Länder auf der Erde diese Mengen auf und verbrennen sie. Ja? Und wenn irgendwo auf der Welt ein Boom ist und man kauft mehr Öl, dann geht der Preis in den Himmel und andere Länder verzichten dann freiwillig auf das Öl, weil sie es sich nicht mehr leisten können oder wollen. Aber auf die Gesamtnachfrage, also den Gesamtabsatz von Öl, hat das offenkundig keinerlei Einfluss. Und das ist der Beweis für diese Schaukel. Das ist der Beweis. Der empirische Beweis. Okay, wir haben aber jetzt die Corona-Krise. Und die Corona-Krise habe ich hier noch nicht eingezeichnet. Die kommt jetzt noch. Sie ist quasi ein natürliches Experiment. Dafür gab es, also für die Ökonometrie des natürlichen Experiments, gab es den letzten ökonomischen Nobelpreis übrigens. Also ein feststehender Begriff. Und dieses natürliche Experiment ist, dass durch Corona die ganze Welt gleichzeitig ihre Nachfrage reduziert hat, weil alle krank wurden, überall Quarantänemaßnahmen ergriffen wurden. Und das müsste die Schaukel nach unten drücken. Tut sie es? In der Tat. Nicht? Sie sehen, das ist das erste Mal in 40 Jahren, dass jetzt tatsächlich die Ölproduktion runtergeht. Der Preis geht runter und die Ölproduktion geht runter. Und was hier abgelaufen ist, ist, dass die OPEC-Länder gesagt haben, bevor jetzt der Preis hier auf Null geht, ins Bodenlose, reduzieren wir unsere Mengen. Also nur so geht es. Und das ist genau die Botschaft, die Sie in dem vorigen Vortrag gehört haben. Der Unilateralismus führt zu gar nichts. Außer moralischen Effekten und so weiter, kann man ja diskutieren. Aber von den harten technischen und ökonomischen Effekten zu gar nichts. Wenn wir unseren CO2-Ausstoß auf Null verringern,
dann geht der CO2-Ausstoß der Welt nicht um unsere 1,8% des Weltausstoßes runter, sondern um gar nichts. Und die Mengen werden sofort über den Preismechanismus anderswo anlanden. Das muss man halt sehen. Und macht es dann noch Sinn, diese Politik zu betreiben? Wir machen unsere Industrie kaputt und es bewirkt nichts, rein gar nichts. Das kann doch wohl nicht sein. Irgendwas machen wir doch falsch. Bloß für ein gutes moralisches Gefühl, ein gutes Gefühl in der Magengegend. Wir sind jetzt die Retter der Welt oder so. Und kommen Sie mir bitte nicht mit dem Argument, wir hätten dann billige grüne Energien und würden Wettbewerbsvorteile haben und die Welt würde das alles nachmachen. Das ist alles Propaganda. Das hat keine wirkliche Basis. Es geht nur so, dass wir viele Länder finden, die hier mitmachen. Ich habe das in meinem Buch von 2008, das übrigens das grüne Paradoxon heißt, mal Super Kyoto genannt, dass wir eine große Zahl von Ländern finden, die hinreichend groß ist. Ich habe damals gesagt, wenn China und Indien mitmachen, dann sind wir bei 70%. Die anderen kriegen wir dann auch noch irgendwie rein. Und William Nordhaus, der Nobelpreisträger, hat das in seiner Nobelpreisrede weiter ausgebaut und hat die Idee des Klimaklubs entwickelt. Also auch ein großer Club, der hinreichend stark ist, so stark, dass es attraktiv ist, dabei mitzumachen, obwohl man keinen CO2-Ausstoß haben darf, weil es sonstige Handelsvorteile gibt und die nicht mitmachen wollen, möchte er hart diskriminieren. Durch Sanktionen und durch Handelsbeschränkungen und what have you. Dem kann ich mich anschließen. Nur so geht es. Oder natürlich diese Idee mit der Reziprozität. Da muss man aber dann wirklich einen Vertrag machen, wo das aufgeschrieben wird. Und den haben wir halt im Moment noch nicht. Gut, damit schließe ich. Mein Fazit ist, das Klima kann man nicht schützen, ohne bindende weltweite Abkommen zu schließen und zu kontrollieren. Europas Unilaterismus bei der Klimapolitik wird die Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrien unterminieren, einen wirtschaftlichen Niedergang einleiten und andere Länder abhalten, dem europäischen, speziell dem deutschen Weg zu folgen. Und das ist dann katastrophal für die Klimapolitik, wenn die anderen sehen, dass die Deutschen ihre Wirtschaft kaputt machen und es deswegen erst recht nicht wiederholen. Nicht? Die Hoffnung ist, dass wir so erfolgreich sind, wir wachsen und so weiter. Und dann machen sie deswegen alle mit. Aber das ist nicht begründet. Weder in den heutigen Daten noch in grundsätzlichen Erwägungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.